Sie hatten auf einem Feld nahe der Grenze im Norden des Landes kampiert, hofften auf eine Weiterreise in Richtung Nordeuropa. In Griechenland ist es am Samstag zu Zusammenstößen zwischen Polizei und Migrantengruppen gekommen. Die Beamten feuerten Tränengas auf Dutzende von Menschen. Diese warfen Steine und Flaschen und versuchten, eine Polizeisperre zu durchbrechen, um auf eine Straße zu gelangen, die in Richtung Grenze führt. Am Donnerstag waren auf einem Gelände nahe des Flüchtlingslagers Diyarbakır in Nähe der Grenze zu Nordmazedonien Hunderte von Menschen angekommen und hatten Zelte aufgeschlagen. Sie reagierten auf Berichte in sozialen Netzwerken, wonach Anfang April ein organisierter Grenzübertritt möglich sei. Griechenlands Migrationsminister dementierte die Meldung am Freitag.